Meine lieben Freunde, wir müssen reden, und zwar über die drei wesentlichen und wichtigsten Angaben, die es zurzeit im politischen Berlin gibt. Die Vertrauensfrage, die neuen Bundestagswahltermine plus, und das ist das Spannende, wenn heute gewählt werden würde, wen würde Deutschland wählen? Wir haben neue Zahlen zum Trend in Deutschland und die werfen ein interessantes Schlaglicht auf die Befindlichkeiten in Deutschland. Also bleibt dran. Meine lieben Freunde, mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist. Und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, dann erfahrt ihr alles, was in Deutschland Schlagzeilen macht, was wir als rechte Journalisten, also Journalisten, die sich geistig im wertetraditionellen Bereich rechts der Mitte befinden, darüber denken und was der Rest des medialen Deutschlands so von sich gibt. Das heißt, hier bekommt ihr ein Gegengewicht, eine Ergänzung zu all dem, was im öffentlich-rechtlichen Diskurs steht und euch so gerne als Propaganda um die Ohren gehauen wird. Und heute sind es Daten, Zahlen und Fakten, die uns interessieren. Auf der einen Seite, wann wird gewählt? Das ist der 23. Februar, unmittelbar nach Karneval. Dürft ihr dann sozusagen eure Urne besuchen und das, was eine Beerdigung für die SPD sein wird, der Urnengang, kann die Ouvertüre sein für ein weiteres, ja, wie soll man es nennen, Schauspiel, Drama, denn die Frage, die im Raum steht, mit wem möchte die CDU dann klüngeln? Und ich glaube, dass der zweite Termin genauso wichtig ist. 18. Dezember, Vertrauensfrage. Denn gespannt sein darf man kurz vor Weihnachten, welches Ergebnis diese wahrscheinlich scheiternde Vertrauensfrage von Olaf Scholz denn so mit sich bringt. Und die für mich heute spannendste Ansammlung von Daten, Fakten und Informationen ist die legendäre Sonntagsfrage. Was heißt Sonntagsfrage? Sonntagsfrage, die meisten von euch werden es wissen. Regelmäßig, einmal pro Woche, werden repräsentative Umfragen gemacht von verschiedenen Meinungsforschungsinstituten. Da geht es dann darum, wen würdet ihr wählen, wenn am Sonntag gewählt werden würde. Jetzt wissen wir, es gibt einen neuen Termin. Und dieser Termin hat es nicht nur in sich, sondern die Befragung hat es in sich. Denn alle können zulegen, alle außer der, und das ist jetzt interessant, SPD. Denn die SPD kriegt auch hier schon zum ersten Mal ein Gespür dafür, dass Olaf Tagträumer Scholz ganz falsch liegt. Denn er glaubt ja immer noch an eine wundersame Heilung der SPD. Denn die allererste Frage, die natürlich im Raum steht, ist, wird er überhaupt Kanzlerkandidat? Denn Olaf ist sich sicher, der Rest Deutschlands nicht. Denn wir haben einen Trend. Die politische Stimmungslage im Barometer der beliebtesten Politiker abgebildet, zeigt ganz klar, oh Wunder, obwohl die SPD fulminant am Daniederrauschen ist, wird als beliebtester Politiker immer noch Boris Pistorius geführt, unser Verteidigungsminister. Er führt dieses Ranking mit Längen an. Das hintere Ende bildet gemeinsam Olaf Scholz mit Kupala von der AfD. Da wissen wir, dass es Menschen gibt, die mit der AfD wenig am Hut haben, in den Personen. Aber was die Gemengelage, was die politischen Parteien angeht, ist die AfD auf einem Höhenflug. Plus 1,5%. 19,5% bundesweit. Das bedeutet, jeder Fünfte kann sich vorstellen, gesichert vorstellen, bei der Bundestagswahl, die jetzt anstehen wird, im Februar, wir erinnern uns, die AfD zu wählen. Keine Partei hat so einen Zuwachs zu verzeichnen in der letzten Woche wie die AfD. Wie sieht es aber bei den anderen Parteien aus? Die Grünen legen einen Prozentpunkt zu und kommen jetzt auf 11,5%. Stellt sich die Frage, ob das jetzt schon ein Signal für unseren Kanzlerkandidaten Robert Habeck ist. Ich hoffe es nicht, aber sei es drum. Wer sich am meisten über Zuwachs freuen wird, und auch wenn es nur 0,5% sind, in der Partei nimmt man gerne alles, was nach oben zeigt. Die FDP kommt jetzt auf 5%, und das ist interessant, weil damit wäre sie natürlich im Bundestag. Was natürlich jetzt dazu führt, je mehr Parteien im Bundestag sind, desto schwieriger wird es hier Mehrheiten zu bilden und auch über die Sitze eine Schlagzahl zu bekommen, die eine Relevanz darstellt. Aber es sieht so aus, als wenn man Christian Lindner gutiert, dass er hier aktiv daran beteiligt war, dass die Ampel zu Ende geht. Die CDU/CSU plus 0,5%. Das BSW verliert 1% und
kommt nur noch auf 7%. Über die Linken brauchen wir nicht zu reden. Die liegen bei 3,5% und sind damit nicht mehr relevant. Falls sie nicht dann durch ein Wunder, wie auch immer, drei Direktmandate erringen würden. Also, ihr seht, es ist nicht nur spannend, es ist durchaus interessant, was sich im politischen Deutschland so tut. Ich habe es eben schon erwähnt, mit 32,5% hat die CDU fast ein Drittel der Stimmen. Das ist aber immer noch ein gutes Stück bis zu einer Mehrheit, wenn man so will. Und weil ja viele von einer großen Koalition sprechen, sei an dieser Stelle nochmal gesagt, aufgrund der schrumpfenden SPD, die nur noch bei 15,5% liegt und damit deutlich hinter der AfD, kann man nicht von einer großen Koalition, sondern nur von einer schwarz-roten Koalition sprechen. Denn was ist daran noch groß, außer dass die größte abzusehende Fraktion im neuen Bundestag, also die CDU-CSU-Fraktion, hier mit einem Juniorpartner zusammengeht und nichts anderes ist die ehemalige Volkspartei SPD. Die Grünen mit 11,5% gönnen sich den Luxus, einen Bundeskanzler Kandidaten zu stellen mit Robert Habeck. Das bedeutet, wir haben hier eine Ist-Situation, dass offensichtlich im neuen Bundestag das BSW und die AfD, die FDP, die Grünen, die CDU und die SPD vertreten sind. Sechs Parteien, wobei ja nach der allgemeinen Lesart zwei von diesen Parteien koalitionsunfähig sind. Wir erinnern uns, da gab es so ein unsägliches Wort, ich sage nur Brandmauer. Und was bedeutet, übrig bleibt die CDU mit den drei Trümmerparteien FDP, die Grünen und der SPD. Und das wiederum bedeutet, eine erstarkte konservative CDU muss die Kröte schlucken und muss, wenn sie regieren will, mit den Sozialisten der SPD zusammengehen, was wiederum bedeutet, wenn du mit Hunden schlafen gehst, wachst du mit Flöhen auf. Die gescheiterte, abgewählte SPD könnte dadurch wieder in Amt und Würden kommen. Was mich jetzt interessiert ist, was ist eure Meinung dazu, dass die SPD hier offensichtlich als Juniorpartner wieder in Frage käme oder gar die Grünen, denn das hängt davon ab, wie stark die CDU noch werden würde. Ein Traum, den Christian Lindner noch hat und der befeuert wurde von Friedrich Merz, dass es zu einer schwarz-gelben Koalition kommt, nach aktueller Lesart bleibt das ein feuchter Traum. Er entschuldigt, es ist hier etwas trocken. Aber ja, was mich jetzt wirklich brennend interessiert ist, seht ihr nach der aktuellen Situation die SPD noch in irgendeiner Verantwortung oder sollte man sie mal für eine gewisse Zeit auf die Reservebank setzen, sozusagen zu Besinnungsjahren, damit sie sich wieder ein wenig neu ausrichten kann? Tut mir einen Gefallen, schreibt mir das in die Kommentare und schreibt mir auch in die Kommentare, wen ihr als neuen Bundeskanzler seht. In diesem Sinne, wir bleiben für euch am Ball. Ciao for now, euer Chris.